Okay, den können wir verkaufen. Da es ein Goldfisch ist, gibt er wahrscheinlich eine Menge Geld. Weil ich vermute, das ist nicht so ein Goldfisch, wie man hierzulande kriegt, sondern einer, der aus reinem Gold ist. Und den Rest von dem Gebiet hier erkunde ich dann sicherlich auch noch, würde ich sagen. Bevor wir dann die Hauptquest weitermachen. So, jetzt ist da auch einer runtergefallen. Guardian of Varitz. Gut, Mr. Varitz. Ey, das sind ja gar nicht meine Zombies. Ich dachte, jetzt hat mein Pet Zombies beschworen. Aber mein Pet ist anscheinend zu blöd dafür. Das ist nämlich der komische Boss da gewesen. Und ich referiere immer weiter als Boss zu diesen Teilen, obwohl es Champions sind. Keine Bosse. So, der ist defeated. Und die sind auch defeated. Was haben wir da? Mask of Vazir. Noch was hier am Start? Da hinten ist noch so ein Kerl. Oh, noch ein Champion. Gut, dass der nicht mit dabei war. Mehrere Champions auf einmal sind mal ein bisschen kacke. Auch wenn der extrem schnell geschmolzen ist gerade. Unter meinem Feuer. Das sind meine Zombies, die sind pink. Richtig bedrohlich. Pinke Zombies. So, das sprengen wir auch mal. Was haben wir denn jetzt hier wieder alles für einen Rotz bekommen? Das können wir erstmal weg. Das sind Äxte und sowas. Das ist das. Ezreal hier Set. Okay, blutig. Machen wir mal weg. Braucht man nicht. So, jetzt müssen wir uns noch da in die Mitte durchkämpfen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal von hier unten ran. Dann erkunden wir gleichzeitig noch ein bisschen was. Teleport ist irgendwie. Der ist an sich ist er zum Kämpfen kacke, obwohl er Schaden macht, aber so zum Rumhüpfen ist der echt gut, wenn man hier durch die leeren Gebiete heizt. Hier ist ja auch nicht viel los. Haben wir den. Ja, wir haben den Gold Key. Also muss hier theoretisch irgendwo noch die Kiste sein. Und wir, da ist nichts Gutes drin. Wir haben uns in dem Gebiet hier ganz schön lange gequält. Kann man ja eigentlich sagen. Wieder ein paar Mal verreckt. Erbärmlicherweise. Ich hätte das LP gerne ohne Sterben geschafft. Weil das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt. Dann hätte ich auf einfach spielen müssen. Weil wenn man so auf einfach spielt, ich gehe davon aus, die haben dieselben Schwierigkeitsgrade, beziehungsweise dieselben Settings dafür genommen wie in Torchlight 1. Und in Torchlight 1 habe ich mal auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt, um zu testen, wie der so ist. Da konnte man im Prinzip in den Gegnern eine Stunde AFK gehen und war immer noch am Leben. Die haben überhaupt keinen Damage gemacht. Also, da konnte man einfach mal Speedrun. Hatte ich auch gemacht, hatte ich glaube ich ein Achievement bekommen für unter 2 Stunden oder so durchrennen. Weil da konnte einem echt nichts passieren. Gar nichts. Nicht mal am Endboss. Horn. So, das Horn blasen wir gleich mal. So wie man das mit Hörnern macht. Jetzt fällt da wieder die Leiche runter. Na, Fall. Da. Jetzt kommt der Typ. Oh, ein roter Kopf. Guardian of Kings. Okay, wir haben Guardian of Kings, of Queens und of Vazir. Ich weiß nicht, was ein Vazir ist. Aber Kings und Queens, das kriege ich gerade noch hin. Vazir klingt ein bisschen wie Knäckebrot. Oder halt wie ein Visier. Ja, das stirbt. Mann, der war ja nicht anspruchsvoll. Ah, Gegner. Ancient Vault of Chaos. Da müssen wir wahrscheinlich gleich noch rein, wenn wir oben das abgegeben haben bei dem Kerl. Weil der hat ja irgendwas von Vault of Chaos gelabert, wenn ich mich recht entsinne. Es ist ja immerhin schon einen Tag her. Habe ich das gestern aufgenommen? Ich glaube, ich habe es gestern aufgenommen. I am confused. Confuzzled. Jetzt haben wir aber hier eine ganze Horde am Start, oder? Ne, wir haben gar keine Zombies. Ich dachte, der hat beides beschworen. Du Scheiß-Pet, beschwör doch alles auf einmal. Das ist doch viel stärker. Immer schön die Tränke mitnehmen.
Ich verballer die ganze Zeit Tränke, aber irgendwie gehen die Reserven trotzdem nicht runter. Es bringt irgendwie nichts, wenn man die kauft. So, hier oben haben wir jetzt auch alles erkundet. Da sind noch ein paar Gegner. Von der leichten Sorte. Man merkt schon, wir sind jetzt einigermaßen overlevelt. Beziehungsweise sind jetzt auf dem Level, was wir hier erreichen sollten, vermute ich mal, weil wir kriegen kaum noch Erfahrung. Vielleicht ein Sechstel gemacht oder so seit dem Boss. Also das ist nicht viel. Ich finde das gut, wie die Zombies platzen. So ein bisschen Blut, das schadet nicht. Ist aber nicht viel los. Ich sag ja, die Goldkiste, die wartet wieder bis ganz zum Schluss, bevor sie sich zeigt. Liegt hier wieder da, wo man zuletzt hinläuft. Teleport. Ja, jetzt haben wir noch dieses kleine Fleckchen hier. Da muss er ja irgendwo sein. So, tot. It's a trap. Na gut, eine Giftfalle. Gift ist ja nicht so stark. Da hat das Monsterschreien. Irgendwie ist das so, dass in den meisten Spielen Gift total schwach ist im Vergleich zu anderen Elementen. Die einzige Ausnahme, die ich da noch im Hinterkopf habe, ist Diablo 2. Der letzte Futzel, den wir hier erkunden. In Diablo 2, da hat Andariel schon relativ viel Giftschaden gemacht, muss man sagen. Ja, Wahnsinn. Hat sich super gelohnt, die Kiste zu suchen. So, da gehen wir noch nicht rein, da gehen wir in... Oh, wer kommt denn da? Was ist denn das? Golden Crab. Okay, die hat eine Krone auf. Das ist ja sehr hübsch. Alter! Der hat aber viel Gold hinterlassen und einen Lucky Coin. Und kleine Krebse. Ja, die kleinen Krebse machen wir noch fertig. Kommt her, ihr Teile. Flüchten ist nicht. Ach, der hat die ausgeschissen. Ich dachte, die kam aus dem goldenen Krebs raus. Interessant, dass so Monster schreien, also auch Champions spawnen kann. So, Map. So, am Rand. Und dann haben wir das Gebiet fertig erkundet. Gehen wir jetzt oben zu dem Typen. Erstmal schieben wir wieder den Müll hier rüber. Meine Chips werden immer mehr. Beziehungsweise Shards. Beziehungsweise Specks. Lucky Coin, 3% Gold finden. Naja, nicht viel. Aber besser als die 1er, die ich in der Kiste habe. Ich dachte, die goldenen sind immer gleich. Aber anscheinend gibt es auch Unterschiede. Exzellent, du hast die königlichen Masken zurückgebracht. Bald werden die Ezreal und Seraphi wieder vor mir verbeugt sein. Und ich werde ihre Kräfte in eine unaufhaltbare Armee vereinen, die dann nach Asteria und die Länder dahinter reisen soll und alles an alle Ember-Stücken auffressen soll. Wie auch immer. Wir werden alles in Wilderan übernehmen, dann werden wir den See überqueren und euer primitives Menschenimperium übernehmen. Du wirst für 1000 Generationen in der Mine arbeiten und dafür sorgen, dass euer Meister auf Ewigkeiten herrscht. Warte hier, Mensch, und pass auf. Wenn ich meine Kraft aus der Vault of Souls zurückgeholt habe, dann mache ich dich zum ersten einer Reihe von Sklaven. Ja, man sollte so einem Kerl, der sich Faceless King nennt und so aussieht, nicht trauen. Aber ich kann mir trotzdem noch ein Item aussuchen, das ist doch super. Das ist da hervorragend, wenn man mir sogar noch ein Item schenkt. Ja, nehmen wir das hier, ist am meisten wert. Ah, jetzt können wir ihn sogar noch kaputt machen. Was ist hier mit Vault of Chaos? Können wir da auch irgendwann mal rein? Ich möchte da rein. Das klingt nämlich gut, Vault of Chaos. Aber erstmal machen wir jetzt den Kerl matschig. Faceless King. Komm her. Warum verflüchtest du dich in so ein Loch hier? Ach so, stimmt, damit du mir so eine fetten Kackviecher entgegenwerfen kannst. Die mir so fett eine klatschen mit einem Crit. So, komm, stirb. Wenn die nur nicht so viel aushalten würden. Ansonsten sind sie ja relativ freundlich.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Typ ein bisschen größer wird, wenn wir ihn denn killen. Ey, auf mich anzulutschen. Der wird doch garantiert nicht so klein bleiben. Der wird doch so zu irgendeinem Cthulhu-Monster und uns mit seinen Penissen bewerfen. Naja, wir werden es sehen. Aber ich denke, ich werde sterben. Der wird mich doch garantiert kaputt machen. Hey, stirb. Ich denke, ich werde bis in nächster Zeit bestimmt bei jedem Boss sterben, der noch kommt. Wenn ich eben bei dem leichten Siegebreaker oder wie der hieß schon, nee, Siegebreaker war in Diablo. Beim Siege Guardian, wenn ich da schon sterbe, dann sterbe ich bei einem leichteren auch. Boom. Da war ja wieder so ein großer Ball, hab ich gar nicht gesehen, bis er geplatzt ist. Wow, was war das? Achso. Der Kerl. Ja, der spielt ziemlich schnell weg. Gut so. Boom. Haben wir sein Schild kaputt. Immerhin sind das keine Champions, die großen. Bis jetzt haben wir die irgendwie nur als Champion gesehen gehabt. Hier sind es anscheinend normallos. Warum leuchtet das golden? Kann ich nichts mit anfangen mit dem Ding. Oh, toll. 4 Stück davon. Aber die machen überhaupt keinen Schaden. Na gut, ein bisschen. Aber nur im Nahkampf mit ihren fetten Schwertern. Ansonsten nicht. Muss ich die alle anmachen, die Fackeln? Irgendwie sehe ich hier gerade auf der Map nichts weiter, wo ich hin müsste. Und wir haben auch keine Quest für hier drin, wir sind einfach so reingegangen. Ah, noch so ein Ding. Stirb, bevor du Wände spawnst. Yay! Anmachen. Gold. Was sind das denn? Achso, sah aus wie Pokémon zum Weiten. Aber waren doch nur Skelette. Sehr schade. Wie viele Pokémon gibt es mittlerweile? 10 Millionen. Ich erinnere mich noch damals in der Grundschule. Da kam das neue raus und da gab es 150. Beziehungsweise 151. Das waren noch Zeiten, Alter. Richtig krass. Da waren die Pokémon wenigstens noch einigermaßen, ja, fantasievoll. Heutzutage sind es, weiß ich, Katzen und irgendwelche Früchte und sowas. Ist schon ziemlich schwul. Was war das denn? Das hat so geleuchtet. Adept Stone Shoulders. Lass mir das ganze Müllige wieder rüberschieben. Na gut, ist alles Müll. Das ist doch auch nett. Wenn wir nur Müll kriegen, dann macht mir das leichter. Das sieht aus wie ein Weg zum Boss. Der lutscht mich schon wieder an. Falls es jemand nicht sieht, diese Typen mit dem grünen Kopf, die ziehen mich ran. Und das nervt. Ein wenig zumindest. Achso, das sind ja meine da oben. Ah, ich vergesse mal, dass die lilanen Sachen meine sind. Weil mein Pet ja alles Mögliche beschwören kann. Was ist das? Achso, das ist von da unten. Ich dachte, das ist ein Zauber oder sowas. Mann, ich bin hier irgendwie gerade von allem, was auf mich zukommt, verwirrt. Du schon wieder. 2 davon. Cool. Das war mir fast klar, dass da jetzt so ein Bandscheiß kommt. Einen hätte ich vielleicht ausschalten können vorher, aber der andere hätte dann ohnehin die Wände noch gemacht. Noch mehr davon. Die sind schon ziemlich kacke. Und da hat mein Pet wieder mit Frost geschossen. Geschissen. Geschossen. Geschissen. Noch so ein Sandhulk. Mann. Gibt's da nichts anderes mehr? Ja, was ist eigentlich aus Guild Wars 2 geworden? Letztens hieß es noch, oh, das Game ist so geil, voll der WoW-Killer. Jetzt ist Pandaria draußen, alle, die ich kenne, spielen WoW, niemand spielt Guild Wars. Und ich kenne eine Menge Leute. Keiner interessiert sich für Gay Wars. Ich habe von Anfang an gesagt, das wird ein Flop. Also ganz gefloppt ist es ja nicht, es spielen ein paar Leute, aber... Der Hype war, glaube ich, fehl am Platze. Halt so wie bei Diablo 3.
Das spielen auch noch ein paar Leute, aber es ist jetzt nicht so, wie man es erwartet hätte. Ich fand der Guild Wars 1 schon total langweilig. Deswegen habe ich mir den zweiten gar nicht erst zugelegt. Das fand ich beim ersten schon Geldverschwendung. Kann man sich natürlich fragen, okay, warum hast du einen Guild Wars Account immer noch? Warum verkaufst du ihn nicht oder verschenkst ihn oder so? Ich habe den Account tatsächlich noch für einen Freund. Der kriegt zu Weihnachten jedes Jahr meine Mini-Pets aus Guild Wars. Ich habe 8 Charaktere. Das heißt, der kriegt dann immer 8 Pets und dann freut er sich mal total drüber. Ich weiß nicht, was er damit macht. Vielleicht verkauft er die, vielleicht keult er sich einer drauf oder so. Aber er will die mal haben. Und dadurch, dass mein Account schon so alt ist, kriegt man da wohl auch relativ seltene Pets. Keine Ahnung. Und da halt Dilalchar immer einen kriegt, ist das, ja. Ich meine, ich muss ihm dann nichts zu Weihnachten kaufen, das ist ganz nett. Hier, nimm meine Mini-Pets. Da freust du dich doch immer so drüber. Aber mal gucken, ob das dieses Jahr auch noch klappt. Oder ob er sich diesmal damit nicht zufrieden gibt, weil er Guild Wars 2 hat. Das wäre natürlich scheiße. Dann müsste ich mir ja tatsächlich mal was überlegen für ihn. So, der Pet ist jetzt voll. Dann würde ich sagen, wir gucken erstmal, ob jetzt hier der Boss direkt kommt. Das sieht nicht so aus. Dann schicke ich es mal zurück. Your pet has departed. Hier drin leveln wir sogar noch ein bisschen. Ist mir gerade so aufgefallen. Nachdem wir draußen ewig lang fast gar nichts bekommen haben, haben wir jetzt hier schon ein bisschen Erfahrung gemacht, Tatsache. Stirb. Hier, ich habe Stäbe, die fast nichts abziehen. Ach. Jedes Mal stöhne ich, wenn so ein scheiß Sentinel kommt. Was willst du denn von mir? Geh weg. Teleportieren ist lame.